Wie weit müssen wir Flagge zeigen, Frau Schwan? Das ist ja das, wonach Sie auch gesucht haben, wo Sie gesagt haben, da passen Sie genau auf in den Diskussionen, was dann gesagt wird. Also Flagge zeigen erinnert mich ehrlich gesagt in der Rhetorik mehr an den Ersten Weltkrieg als an die Gegenwart. Jetzt da sind wir ja auch gerade, deshalb nimmt Herr Wagen. Also heute das Fähnchen zeigen vielleicht. Nein, Flagge zeigen im Sinne zu bekennen, was man will, das ist sicher richtig. Ich glaube aber, dass der richtige Satz, dass das Völkerrecht zu beachten ist und dass die Menschenrechte zu beachten sind, mit systemischen Problemen zu tun hat. In Amerika zum Beispiel das grundsätzliche Problem, mit dem wir immer wieder Schwierigkeiten haben werden, dass die Amerikaner sich dem Völkerrecht nicht unterwerfen, weil sie nach ihrer Verfassung das nicht dürfen. So, da kann man jetzt sagen, da kann man jetzt furchtbar schimpfen und sagen, das ist ganz schlimm und deswegen beachten sie nicht das Völkerrecht. Das ist aber nur ein Aspekt dieser Sache. Denn natürlich versuchen sie schon auch in anderen Bereichen das Völkerrecht zu beachten. Und wenn Obama, den ich jetzt nicht einfach gut definiert finde mit dem Wort Drohnenmörder, dass Drohnen nicht in Ordnung sind, ist was anderes. Aber die totale Qualität. Und unschuldig ermordet werden, stimmt. Ja, aber einen Menschen dann als Mörder dazu bezeichnen, das ist nochmal was anderes als Politiker. Ja, aber trotzdem, ich finde, dass diese einseitige dann Attacke auf die Vereinigten Staaten die Sachen zu kurz sitzt. Sie hat an vielen Stellen dafür gesorgt, dass Völkerrecht sich haben konnte. Aber es gibt auch das andere Problem bei den Menschenrechten. Denn wenn Menschenrechte so mit Füßen getreten werden, dann ist das ja nicht einfach eine Frage, ob dort das westliche System herrscht oder ob wir das Recht herrschend haben, sondern wir haben so viele soziale Probleme in der ganzen Welt, dass es da fast nur noch Hohn ist, von Menschenrechten zu sprechen. Und wenn man den Menschenrechten zum Durchbruch verhelfen will, dann hilft es nicht jetzt nur an den europäischen oder an den Weltstrafgerichtshof sich zu wenden, sondern dann muss man die sozialen Bedingungen, die dazu führen und die völlig ressentimentgeladene Loyalitäten angucken, die es da überall gibt, um das auch von dieser Seite her anzugehen. Man wird mit der Betonung des Rechtssystems in diesen schwierigen globalen Situationen nicht weiterkommen. Nein, das ist die europäische